Let Europe Arise hat Winston Churchill in seiner Rede an der Universität Zürich vor 70 Jahren appelliert. Was bedeutet es für die UZH, dass er diese Rede hier gehalten hat? Ist natürlich eine riesige Ehre, dass er diese sehr wichtige Botschaft an Europa, aber sogar an die Welt hier lanciert hat. Es gibt uns aber auch die Möglichkeit, jährlich wieder diesen Moment zu gedenken und sich zu überlegen, zu reflektieren, wo sind wir heute? Wo steht Europa heute? Wo steht die Schweiz innerhalb von Europa heute? Wie wichtig ist die Zusammenarbeit der europäischen Länder, die Churchill damals anmahnte, heute für die Wissenschaft in der Schweiz und in Europa? Es ist absolut essentiell. War es damals schon, ist es heute noch viel mehr. Wir sehen das zum Beispiel in der Zusammenarbeit auf Forschungsstufe, Co-Publikationen. Wir sehen es aber auch an der Beteiligung der Schweiz an Horizon 2020. Hat die Politik in der Schweiz und in Europa Ihrer Meinung nach erkannt, was auf dem Spiel steht, wenn die Schweiz aus dem europäischen Forschungsrahmenprogramm herausfällt? Ich bin überzeugt, und Herr Juncker und Herr Schneider-Ammann haben es heute Abend nochmals bestätigt. Sie wissen, um was es geht. Sie bestätigen beide, dass die Zusammenarbeit beide Parteien stärkt, also im allgemeinen Sinne ist, und dass man eine Lösung finden will, sodass diese Forschungszusammenarbeit in der Zukunft wieder ohne Probleme stattfinden können. Am Jahrestag von der Rede von Winston Churchill hat heute hier ein Treffen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union stattgefunden. Die Erwartungen waren groß. Welche Erwartungen hatten Sie und sind die erfüllt worden? Ich glaube schon. Ich wollte eine positive Zwischenbilanz hören. Man ist zusammen auf dem Weg. Man hat die Lösung noch nicht gefunden. Das überrascht uns nicht. Aber man hat eine sehr gute Zusammenarbeit, eine gute Stimmung. Man will auf beiden Seiten zusammen die Lösung finden. Und sehr positiv schätze ich zum Beispiel ein, dass die zwei Herren Juncker und Schneider-Ammann schon das nächste Treffen organisiert und terminiert haben. Ist es richtig, wenn sich die Hochschulen versuchen, in die Politik einzubringen und auch Einfluss zu nehmen? Richtig und wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern der Schweiz erklären, was sind die Konsequenzen von Abstimmungen, die wir haben. Wir fühlen uns aber auch verpflichtet, der Bürgerinnen und Bürger der Schweiz zu erklären, was langfristig in der Zukunft passiert, wenn der Hochschulbereich geschwächt wird.